Die Altersrente 2019 ist um 44 Euro höher als die Altersrente 2018. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Als ich das gelesen habe, da habe ich erstmal gedacht, boah, 44 Euro ist ein toller Betrag. Aber dann kommt natürlich die nächste Wahrheit. Wir reden jetzt hier im Schnitt in Deutschland von einer Altersrente in Höhe von 946 Euro, die ein Altersrentner im Jahr 2019 real im Schnitt bekommen hat. Das erfasst alle Altersrentenarten, also die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, für besonders langjährig Versicherte und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und sie erfasst auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. Im Vergleich zu unseren österreichischen Rentnerinnen und Rentnern, die 14 Mal eine Altersrente bekommen im Jahr, ist das Ergebnis wirklich erschreckend. Bei den Frauen und Männern ist der Unterschied noch größer. Ca. 438.000 Frauen bekamen im Schnitt 784 Euro Altersrente ausgezahlt. Und bei den Männern sind es fast 400 Euro mehr mit 1.132 Euro Altersrente im Schnitt. Diese Unterschiede haben wir natürlich in den anderen Ländern, also in den anderen europäischen Ländern auch, dass die Frauen dort weniger verdienen als Männer. Aber letzten Endes 784 Euro für eine Altersrente, die eine Frau in Deutschland bekommt seit 2019, ist wirklich erschreckend niedrig. Bei den Frauen liegen wir bei der Altersarmut. Also die sind nicht nur armutsgefährdet, sondern die sind wirklich in der Altersarmut mit 784 Euro. Und bei 946 Euro im Schnitt liegen wir bei der sogenannten Armutsgefährdung. Ich bin ja dafür, dass wir zumindest erst einmal 14 Monatsrenten einführen, wie in Österreich. Da wäre schon viel geholfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.